Ja, wir stellen Software für die Pflege in Kliniken her, um die Pflege zum einen die Dokumentation abzunehmen. Das heißt, wir automatisieren die Pflegedokumentation und können aus den gewonnenen Daten, die wir aus angebundenen Sensoren und smarten Devices bekommen, prädiktive und präventive Informationen gewinnen, um halt die Arbeit der Pflege leichter zu machen und den Aufenthalt für die Patienten sicherer. Das Problem ist, dass Pflege eigentlich ihr Selbstverständnis darin findet, am und mit den Patienten zu arbeiten, aber in der Realität in den Kliniken 40% ihrer Arbeitszeit mit Dokumentation verbringen, teilweise nur noch 20% wirklich am Patienten arbeiten. Und wir geben ihnen und den Patienten die Zeit zurück und automatisieren, wie gesagt, die Dokumentation, die sie dann nicht mehr tun müssen. Wir haben ein Pay-per-Use-Modell, das heißt, bei uns bezahlen die einsetzenden Kliniken pro dokumentierten Fall und Pflegetag eine geringe Gebühr, und darin enthalten sind sowohl die Lizenzen als auch die Updates und Support. Also wir sind in der Vermarktungsphase, wir haben erste Kliniken als Kunden gewonnen, wo wir mit Projekten eingestiegen sind, die jetzt in den Regelbetrieb übergegangen sind, und haben hauptsächlich erstmal den deutschen Markt fokussiert, haben auch noch einige Projekte jetzt hier in Deutschland in Aussicht, wollen aber längerfristig auch schauen, das Thema zu exportieren, also sprich auch den amerikanischen Markt mit unserer Lösung zu beglücken. Also wir haben ja ungefähr 1980 Kliniken noch in Deutschland. Wir haben uns ja auf die Kliniken fokussiert. Ungefähr 27% der Einrichtungen sind tatsächlich überhaupt digital unterwegs. Also da dokumentiert die Pflege wirklich in Software. Zum Teil und zum größten Teil in Krankenhausinformationssysteme. Es gibt auch zwei Mitbewerber. Wir unterscheiden uns dort gravierend, weil wir eben nicht nur digitalisieren, also Papierformulare in IT-Formulare bringen, sondern wirklich automatisieren und letztendlich prädiktive Aussagen machen, und das macht derzeit keine Mitbewerber. Also das Gründungsteam besteht aus dem Stojan Halkalev, mein Geschäftspartner und Mitbegründer und Geschäftsführer. Er hat selber über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von medizinischer Software, hat seine Softwarefirma im letzten Jahr erfolgreich verkauft, was ihm dafür spricht, dass er wohl einiges richtig gemacht hat in technologischer Sicht und in Führungssicht. Ich selber habe 20 Jahre im Krankenhaus gearbeitet, am Patientenbett, im Management, später auch in der IT. Und habe dann über verschiedenste Studiengänge mich auch in der Health-IT weitergebildet. Und ich glaube, die Kombination aus IT-Experten und Fachdomänen-Experten, die passt. Und deshalb glauben wir, dass es insgesamt für das Produkt auch gut ist. Also grundsätzlich sind wir eigenfinanziert. Das war uns auch sehr wichtig, um dort auch frei und komplett anders das ganze Thema Dokumentation in der Pflege denken und umsetzen zu können. Und natürlich, je nachdem, wie sich der Markt und letztendlich unsere Chancen entwickeln, ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch tatsächlich in Richtung Finanzierung noch Interesse haben. Derzeit, wie gesagt, komplett eigenfinanziert.